Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Montagmorgen. Einen wunderschönen. Ich habe gestern offline nochmal ganz kurz nach der Aufnahme unsere Wiese da oben fertig gepresst. Und da wollte ich jetzt gerade hinfahren. Da unten haben wir ja schon gepresst. Ich muss eigentlich nur links rüberfahren, aber ich war gerade ein bisschen verwirrt. Sorry. Da können wir jetzt weitermachen. Der Tatra ist schon auf dem Weg. Einmal zum Landhandel. Doch, es war der Landhandel, ja. Zum Landhandel, um da eine Ladung Kartoffeln abzuliefern. Und deswegen können wir jetzt auch schnell die Aufnahme anschmeißen, damit man es oben rechts noch sieht. Aber okay, eigentlich hat er 63% drin, aber er hat sich gedacht, ich fahre einfach schon mal ab. Ja, kann man machen, muss man nicht. Und ich habe tatsächlich gerade das Problem, dass mein Handy, ich habe ein Samsung Galaxy S6, ja, ich weiß, altes Teil, aber es funktioniert noch und solange es funktioniert, behalte ich es. Aber zum Thema Funktionieren, genau. Ich habe heute wunderschön YouTube geschaut und plötzlich dann mir so, oh, das Video hat pausiert. Hat sich YouTube aufgehangen? Ich habe geguckt, dachte mir, ich kann mein Handy nicht mehr ausschalten, ich kann nichts machen. Dachte mir so, ja gut, lass es einfach mal ein bisschen liegen. Habe ich schon liegen lassen, immer noch genau das gleiche. Dann, ich glaube, eine Stunde später jetzt, ist der Samsung Start-Bildschirm gekommen und dann hat die PIN-Nummer eingeben. Wollte ich die PIN-Nummer eingeben, hat die funktioniert. In dem Moment liegt es gerade rechts neben mir und ich habe genau immer noch das gleiche Bild gehabt, aber es hat jetzt gerade umgeschaltet auf 38% von Feld 8 wurden. Feld 108 und transportiert, ist auch angenehm. Und so auf jeden Fall ist jetzt gerade rechts neben mir, weil ich habe es ja an der Seitenkonsole von LS Seitenkonsolen, Link unten in der Videobeschreibung. Kurze Werbung an dieser Stelle. Sorry, vielleicht. Ja, auf jeden Fall darf ich jetzt momentan gerade drin stecken. Und da ist jetzt gerade tatsächlich vom Bildschirm, wo ich die PIN-Nummer geben muss, auf einen schwarzen Bildschirm gewechselt. Schon mal ein Fortschritt. Mal kurz gucken, kann ich es anschalten? Nee, ich kann gar nichts machen. Oh, gut. Das heißt, ich gebe euch dann mal ab. Wir sind auch warm, Alter. Boah. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich lege das lieber mal ein bisschen weiter weg. Nicht, dass das irgendwie gleich liegt. So. Weil direkt ist, wenn direkt in meinem PC gesteckt. Und ich will nicht, dass ich hier mitten in der Aufnahme irgendwelche Teile mir ins Gesicht fliegen oder in meinen wunderschönen PC. Weil, ja. Gut, ne? Also ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist, aber kann es gerade auch nicht ändern. Ich habe schon versucht, auch mal einen PC anzuschließen, irgendwas zu machen, funktioniert nicht, lässt sich nicht mal laden, null, nada, niente, also komplett flach. Also hat sie komplett aufgehangen. Aber gut, wenn ihr einen Tipp habt, was ich machen könnte, gerne in die Kommentare damit, weil ich bin gerade momentan ein bisschen aufgeschmissen dann. Weil auf meinem Handy regle ich viele Sachen über Aufnahmetermine bis zu allem anderen eigentlich. Und ja, habe jetzt momentan nur gerade die mein PC zur Verfügung, also sprich mit Discord und mit Opera, mit Opera Geeks Browser, der Gaming Browser, mit WhatsApp, also. Und ich kann auch nicht die ganze Zeit den ganzen Tag vom PC sitzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal rausgehe oder so, geht schlecht jetzt, ne? Also, das heißt, ich bin die nächsten paar Tage auf meinem eigenen Handy wahrscheinlich nicht erreichbar. Das ist nicht angenehm. Ich muss mal gucken, ob ich mir dann ein Ersatzhandy hole. Also ich warte auf jeden Fall den Tag noch ab und ich gebe euch dann morgen eine kleine, ich sag mal denn dazu, ein kleines Update. Ob ich da schon wieder erreichbar bin oder eher nicht. So, wann wollen. Gut. Dachte schon, ich habe den ja überfahren. Aber nee, ich habe ihn nicht überfahren. So, was haben die Kollegen da oben dann schon wieder für ein Problem? Irgendwie steckt er schon wieder fest. Kollegen, das geht doch so nicht. Oh. Ah, genau. Und der Herr hat sich schon mit die Längsbahn angefangen. Ja, das ist, ist natürlich jetzt minimal problematisch. Weil er steckt genau da, wo eigentlich. Der LKW ist ja. Nein, nicht schieben. Kollege, nicht schieben. Ich muss erst den Motor anmachen. Warte. Nicht so eilig. So. Ja.
Ich lade mal ganz kurz ab und dann ziehe ich den ein bisschen weg, weil der steht mir direkt da, wo ich eigentlich jetzt der Kartoffelernter weitermachen müsste. So, ich lasse den ganz kurz entladen hier. So, warte mal, ich kann aber schon gleich F11. Ich hoffe, im Holz funktioniert es jetzt. So. Er ist leer, okay, gut. Oh, es funktioniert. Das ist angenehm. Dann mal, wir nehmen ihn hier. Nehmen wir mal ein bisschen hoch. Ey, komm mit. Ja, so passt. Hier bleibst du stehen. Oh, sorry. Okay, Dame. Ah, schon wieder. Gut. Die hat es, glaube ich, verstanden. Ist jetzt auch nicht auf mich geguckt, aber ich glaube, sie hat es verstanden. So, und dann kann der hier in der Zwischenzeit schon wieder weiter mal online gefahren. Ja. Bisschen in den Stand reingefahren. So. Und viel Spaß. Ja, mach weiter, oder? Ja, wir sind eher. Gut, das passt. So, da sind wir wieder. Kurz den Motor anmachen hier. So. Presse. Und dann geht es wieder weiter in die nächste Bahn. Ich dachte mir gerade schon, weil ich gerade so schnell beschleunigt habe, ob ich die Pickup schon wieder nicht runtergelassen habe. Aber sie war unten. Gut. Weil es schon mal passiert, dass ich die Pickup nicht unten hatte. Und das ist nicht immer ganz so angenehm. Warte mal, muss ein bisschen um den Ballen rumfahren. So, ja, das geht, das passt. So, die oben machen ist dann hoch. Ich bin mal gespannt, wie der Tatra sich dann bei den Längsbahnen verhält. Beim Kartoffelernter. Weil Längsbahn hat er tatsächlich noch nicht gehabt. Der ist bis jetzt immer nur im Kreis, ja, da wird das Vorgewende macht, abfahren müssen. Bin ich mal gespannt, wie er das denn jetzt macht. Mal kurz auf die Bahn drüber wechseln oder auf die Schwade. So ist ja richtig eine Bahn, ist ja eigentlich. Oder kann man dazu auch Bahn sagen? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Schwade hört sich besser an. Doch, Schwade hört sich. Schwade hört sich schon viel besser an. Und ja, zum Thema. Kleiner Phil Farmer oder Weidemann und CB-Fahrer Storfahren und so weiter, konnte ich auf eure Kommentare leider noch nicht eingehen, weil ich diese Aufnahme für euch jetzt am Sonntag um kurz nach 11 Uhr mache. Und ja, also die Videos sind noch nicht allzu lange da und eigentlich nehme ich ja schon mal abends auf, aber ich habe noch ein bisschen das ein oder andere vor, noch ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen und so weiter. Deswegen habe ich die Aufnahme jetzt direkt hier hin verschoben, weil hier habe ich jetzt gerade Zeit, wo ich, ja, wo wir eigentlich so nichts richtig machen kann. Und deswegen gehe ich jetzt direkt gleich an die Aufnahme. Dann habe ich das schon mal und muss ich abendlos noch, ja, das Video hochladen und dann passt die Sache. Oder ob ich es jetzt dann gleich hochlade, muss ich mal gucken, wie sich der zeittechnisch ausgeht. So, wie sieht es da oben aus? Der. Okay, das passt noch. Bin ja ein bisschen irritiert, weil bei beiden Loading steht, aber. Ja, beim Kartoffelernte ist ja klar, weil er Kartoffeln erntet. Aber beim Tatra, ja. Wahrscheinlich einfach, weil er was im Auflieger drin hat, ist deswegen Loading dran steht oder keine Ahnung wieso, dass sie das vielleicht immer ein bisschen verpackt hat oben, I don't know. Ich weiß es nicht. So. Aber ja, das Pressen geht ja jetzt hier relativ schnell von dannen. Einen Schwung hier gleich wieder mitgenommen. Ja, so passt es. Ich werde mir überlegen, ob ich noch irgendwas zu erzählen habe. Also ich habe nach rechts hinten geguckt, weil es mein Handy liegt. Ich habe immer noch einen schwarzen Bildschirm, also es hat sich seitdem noch nichts geändert. Das nächste Update gebe ich euch dann aber, wenn die Folge vorbei ist, in 15 Minuten, weil wir uns gerade sehen. Und dann mal gucken, wie es dann aussieht. Hoppala.
Zum Thema Gemeinderat kann ich euch noch nichts sagen. Heute ist auf jeden Fall momentan noch keine. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht spät abends, ob wir spät abends dazu zur Aufnahme kommen. Aber ich kann euch, glaube ich, schon mal so viel sagen, dass der liebe Sebi ab den, wenn die nächste Woche Folgen kommen, nicht dabei ist, denn da ist er tatsächlich im Urlaub. Wenn dieses Video online kommt, fährt er eigentlich schon im Urlaub. Und ja, ich wünsche dir einfach wunderschönen Urlaub. Und ja, wir müssen dann mal gucken, ob denn die Aufnahme stattfindet. Und ansonsten sind wir halt wieder mal zu zweit, aber das waren wir anfangs auch. Und das haben wir ja da auch relativ gut geschafft. Ein dritter Mann ist zwar immer noch besser als wie ein aus wenig, aber ist es ja so, wenn man keine Zeit hat, wie zum Beispiel Urlaub oder so weiter. Dann geht's halt nicht, dann muss man halt einmal die Folgen ausfallen lassen. Und ich hoffe mal, das ist irgendwie auch nicht allzu schlimm. Ich schaue, dass Stappenbach so gut wie jeden Tag kommt. Und wenn ich schon mal weiß, dass ich an einem Tag gar keine Zeit habe, dann versuche ich tatsächlich die Folge für den nächsten Tag, wo ich keine Zeit hätte, vorzuproduzieren. Ist zwar nicht immer ganz so geil vorproduzieren, aber da war die Bahn habe ich schon. Ist teilweise tatsächlich überhaupt beim Multiplayer oder sowas angenehmer, weil es hat ja nicht jeder Mitspieler am gleichen Tag genau um die Zeitpunkt Zeit wie der andere. Und deswegen ein Tag ist auch nicht immer ganz fest, es kommt einfach spontan, wenn man halt Zeit hat. Und dann werden da die drei, demnach immer mehr Zeit hat, vier Folgen durchgeballert, geschnitten, hochgeladen und dann sind die für euch für die nächste Woche bereit zum Anschauen. So, jetzt habe ich aber darüber, glaube ich, auch alles geredet, was ich reden kann. Was haben wir denn? Also wir müssen jetzt dann die Ballen wickeln, weil wir sind jetzt, glaube ich, so, wie ich jetzt gesehen habe, fertig mit Ballenpressen. Oh, wir haben 90%, das heißt, wir können hier nochmal ein paar die kleinen Krümelchen zusammenkratzen. Und wer weiß, ob wir vielleicht noch den ganzen Ball zusammenkriegen. Da hinten haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr gesehen, was rumliegt, was wir mitnehmen können. Im Rand liegt nicht allzu viel rum, was ich irgendwie verwerten kann. Da liegt noch mehr. In der Kurve hier liegt immer was. Weil wir hier nicht bis ganz zur Ecke hier schwaden. Da passt das noch mitgenommen. Oh, da haben wir den einen Ball schon fertig. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Lol. Läuft ja, aber gut. Ein paar Ballen sind draußen, dann kann man die Presse zusammenklappen und das ganze Gespann zum Hof verfahren und uns dann den 6M plus Ballenwickler schnappen. So. Da könnt ihr mir auch gerne mal sagen oder in die Kommentare schreiben. So, wir den 6M behalten, den wir jetzt momentan haben, also den von Standard Mod Hub, oder soll ich ihn durch einen Mod vom, ist er vom Nachstoß? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, er ist tatsächlich vom Nachstoß. Nachstoß 1, ja, ich glaube schon. Glaube ich halt eben den mit reinnehmen soll. Simple IC und so weiter hat er, kann ich ja auch tatsächlich mit CP verwenden. Wenn ich Simple IC ein bisschen umbelege oder demnach CP, aber ich glaube eher Simple IC umbelegen auf irgendeine andere Taste, dann habe ich auf jeden Fall mal gehört, sollte es funktionieren. Ich habe es tatsächlich in der Praxis noch nicht ausprobiert, weil es war nur in der Theorie sozusagen, aber ob es bei mir wirklich funktioniert, weiß ich nicht, kann ich mal ausprobieren. Aber ja, weil momentan haben wir halt eben den hier und der andere kann man halt dann noch ein bisschen mehr Sachen machen mit dem anderen Konfigurs. Kamera, andere Farben, ja, aber ein bisschen kann man einfach ein bisschen mehr pimpen, weil der halt jetzt ungefähr gerade die Funktion wie halt Standard LS Traktor von Modup halt eben hat. Und es ist eigentlich wie Standard LS Traktor, sagen wir so. Und ja, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Seht ihr das auch gerade rechts oben mit unserem Kontostand? Der backt irgendwie zwischen 50 und 60 Euro. Ich glaube, das liegt an CP.
weil er irgendwie Geld abziehen will. Ah ne, das packt zwischen 60 und 59. Ja, gut. Ach, das ist. Ne, das ist immer noch gleich. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie packt das da oben. Oh! Ne. Kurz hat es wieder Ruhe gegeben. Ich check das nicht, wird uns das Geld irgendwie abzuholen, nicht, weil jetzt ist die Zahl hauptsächlich auf 59 Grad gewesen. Wie jetzt zum Beispiel gerade wieder, aber ich bin mir da auch nicht sicher, ne? So. Boah, trotzdem, dass ich nach rechts oben geguckt habe, habe ich die Ballenpresse reinbekommen. Nicht schlecht. So, warte mal, habe ich da hinten eigentlich noch Platz gehabt? Ah, ich sehe nicht hin. Nein, ich sehe nicht hin. Warte. So. Kurz angucken. Ah ja, okay, es passt, wie ich es hingefahren habe. Wir wollen natürlich auch nicht gegen die Wand blitzen. Wäre natürlich auch nicht so optimal. So, der Steuer hat momentan Arbeit erfolgreich beendet. Das heißt, das wunderschöne Teil können wir hier zurück in die Halle stellen. Ne, können wir noch nicht, denn wir brauchen dann gleich unseren Ladewand. Ich werde tatsächlich jetzt schnell das Strohheim fahren. Ja, werde ich wirklich machen, weil diese Laschballen drängen jetzt nicht so. Aber ich möchte. Oh Gott, Schröder, das war knapp. Ich möchte einfach gerne, dass der Fendt die oberen Felder schon gleich wieder ansehen kann, damit die im Wachstum sind. Und wenn wir das. Oh nee, du. Jetzt hängen wir da hinten wieder. Wartet. Ich glaube, ich kann so irgendwie retten. Oh. Ach, Fischte. Geht doch. Und sogar am Baum vorbeikommen. Das passt. Das ist so wunderbar. Ja, ich verwende gerade schon wieder den Steuer. Tut mir leid, aber er war gerade einfach noch da. Ich war drin. Oh, hier liegt so Stroh. Ich war drin gehocken und ich habe ihn einfach wieder gleich genommen. Und er gefällt mir einfach, muss ich sagen. Also, ich finde ihn nicht schlecht und deswegen verwende ich ihn gerne. So. Das Stroh. Ja. Muss ich gucken, weil ich wollte gerade sagen, dass wir oben das gleich zu den warte mal. Das ist natürlich jetzt die Frage. Nehmen die, kann man bei den Schweinen lose Stroh auch reinkippen oder muss das in Ballenform und dann irgendwie eingestreut werden? Ist halt die Frage, wie es da gemacht ist. Aber ich fahre es jetzt tatsächlich einmal mal mit dem Ladewagen alles ein. Und da können wir es ja dann ausprobieren, wenn wir mit dem Hänger hier, mit dem kleinen, da mal rauffahren, eine Fuhre mitnehmen. Und ich glaube zwar nicht, dass es funktioniert, aber wenn es nicht funktionieren sollte, oder wenn es funktioniert, dann passt es. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann habe ich immer noch die Idee, ist zwar nicht ganz so schön, aber einfach ein bisschen was rausholen, am Boden kippen und dann mit der Presse drüber fahren. Ist zwar nicht ganz so geil, aber lässt sich halt nicht immer vermeiden. Und das ist einfach die schnellste Lösung, was es einfach so geht. Und ich glaube, ich weiß nicht, kann man es in echt auch machen? Ich weiß nicht, ob ich es bezweifeln soll oder ob ich es glauben soll. Und wenn jeder mehr Erfahrung hat, gerne in die Kommentare damit. Aber vom Logischen her, glaube ich, würde es gehen. Würde es gehen, weil es liegt genau, wenn man es mit einem Anhänger auslädt, liegt es halt auf allen dicken Bahnen und die kann man mit der Gova dann einfach ein bisschen verteilen. Und dann ist eigentlich genauso wie hier. Also die Presse müsste eigentlich dann schon aufsammeln können. Also ich glaube, es wird tatsächlich gehen, wenn man es mal so logisch denkt. Aber es wird, glaube ich, echt nicht so oft gemacht. Jetzt habe ich mit dem Ladewagen eingefahren dann irgendwo, und dann mit der Presse wieder gepresst. Oh, bist du voll. Weil Pickup geht automatisch hoch, das ist natürlich auch nicht schlecht. So, ich hoffe mal wirklich, dass das alles in unser Silo reingeht an Stroh. Wäre relativ gut. Wir haben jetzt das große, aber ob das so funktioniert, wie ich das will, weiß ich nicht. So. Wir fahren momentan. Ja, okay, ich muss diesmal da ein bisschen anders rausfahren. Nicht nach rechts, sondern nach links runter. So. Oder kommen wir da rum? Ja, ich glaub's nicht. Okay, Stroh können wir hier entladen, ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal sehr gut. So, warte mal, können wir eigentlich. Ist die Frage, können wir das sehen da?
Wird das jetzt hier angezeigt, Strom? Oh, das wird angezeigt, das ist gut. Oh, warte, 500.000 Liter gehen darin, oder? Wenn die Anzeige so stimmt, müssen 500.000 Liter reingehen. Von allem. Okay, gut. Einfach runter, weil da komme ich nicht vorbei. Das kann ich ja vergessen. Da komme ich niemals in meinem Leben vorbei mit dem Gespann hier. Also ich gucke immer, weil der Verkehr ist sowieso aus. Was machen eigentlich die Kollegen da oben? Warte mal. Ich musste kurz hochgucken. Jungs? Das haben wir aber nicht so geredet. Er hängt, aber er meldet sich einfach nicht. Ja, das ist natürlich nicht ganz so optimal. Ich kann ihn auch nicht anlangen. So. Kollege, was machst du denn? Schon wieder. So. An, runter. Und dann warte ich da noch ein bisschen vor. Da wünsche ich dir viel Spaß. Nein, stopp. Ich glaube, der hätte noch mehr Folge, wenn er gebraucht. Es ist gut möglich, ne? Naja, müssen wir mal gucken dann. So, warte, wir müssen ganz kurz hier mal. So. Welche ist denn deine nächste Bahn? Die hier. Also. Fahrt der. Nein. Der hier. Nein. Du sollst nicht darüber, du musst hier die hier nehmen. Genau. Ja. Jetzt geht doch. Beim nächsten Mal, Kollege, bitte melden, wenn du irgendwo hängst, ne? Nicht, dass ich hier. Was ist das? Okay, ist eine Dame, vorher hat mir einen Mann. Mal gucken, ob sie die Dame besser macht. Wir haben auch eine Dame. Die müssten sich dann, glaube ich, ganz gut vertragen. So, Motor an. Dann können wir hier wieder weiterfahren. Ich wollte gerade sagen, wenn die Stadt. Ich vergesse das immer wieder, dass wir Verkehr aus haben, ne? Bin jetzt aber so gewöhnt, aber es geht und mit Verkehr nicht, Leute, es geht nicht. Oh Gott. Ja. Ich hätte die Kurve vielleicht ein bisschen größer, ein bisschen enger nehmen müssen. Ja, ich wollte, oh Gott. Ich wollte dem auch nicht mit dem Hänger irgendwo hängen bleiben. Oder mit dem Ladewagen. Aber dafür sind wir dann mit der Traktor an der Mauer hängen geblieben, das ist auch nicht besser. Warte mal, haben wir heute. Wir haben heute ein anderes Radio, oder? Wir haben heute Popradio an. Lol. Ist mir tatsächlich jetzt gar nicht aufgefallen, aber. Alle Popradio erinnert wieder an die ersten Zeiten vom LS19. Alter. Es war tatsächlich. Ja, ich konnte den 19er tatsächlich nicht von Anfang an spielen, denn ich hatte dann auch einen alten PC und der hatte da, oh, ich weiß, welche Grafikkarte der drin hatte. Also ich hatte jetzt gerade, ich habe eine Nvidia GeForce GTX 1080, aber was der alte drin hatte, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er den 19er damit nicht gepackt und dann musste ich mir tatsächlich nach dem neuen umgucken. Und das heißt, ich konnte den 19er dann erst, also er lag bei mir schon die ganze Zeit rum, aber ich konnte ihn erst, wann ist er denn erschienen? Er ist auf jeden Fall vor Weihnachten erschienen, das weiß ich. Wann erscheint denn immer der 19er oder so weiter? Ich glaube im August jetzt hat. Also der 19. ist glaube ich im August, oder? August, Oktober. Ende im Juli oder August ist er glaube ich erschienen. Ich glaube er ist im August erschienen. Sage ich jetzt einfach mal, wenn es nicht tut mir leid, aber ich vergesse das halt auch mal, ne? Und auf jeden Fall, das weiß ich noch, das war zu Weihnachtszeit daneben da, wo ich meinen neuen PC hatte. Und also ich habe den 19er dann mal so gesucht dann. Alter, das glaubst du nicht. Also das war. Ah, welche Karte war das? Das war nicht auf der Festplatte, sondern es war schon auf einer Mod-Karte, weil es gab schon Mods, es gab schon in dem Betrag und so weiter. Also das war das erste Mal, ich glaube, da hatte ich auch, jetzt ohne dass ich lüge, 500 Stunden auf einer Karte und das war die
Wie hieß sie denn gleich wieder? In Oberfranken. Oberfranken war sie. Das ist Unterfranken. Ja, ich glaube, ihr wisst, welche Karte ich meine. Wie hieß die denn nochmal? Das ist, glaube ich, so blöd, dass ich mir die nicht einfällt. Aber irgendwas und dann in Oberfranken. Also ich glaube, ihr wisst, welche ich meine. Und die habe ich damals tatsächlich so gesuchtet, Alter. 500 Stunden darauf und dann die Fahrzeuge mitgenommen und drüber auf die nächste. Und das war tatsächlich die erste Version von der Belgic Profonde. Aber sie hieß dann nicht so, sondern sie hieß da, glaube ich, Provence hieß sie. Genau, da hieß sie Provence, weil es war von dem anderen Modder, glaube ich, die Karte dann. Und dann irgendwie, oh, wir sind voll, by the way. Und ja, da habe ich dann auch noch, also da habe ich mir tatsächlich, ohne dass ich gecheatet habe, 1050er und ich glaube, passt da ideal, ja, ideal 9T, aber ich habe mir da wirklich alles verdient im Standard LS, muss man sagen, im Standard LS 19, wo er rauskam, anfangs. Das war schon krass, also. Hatte ich jetzt nicht, ich will nicht vertreiben, aber ich glaube, Alter, wenn man so alles zusammenrechnet, alle bis jetzt, Maps oder Dinge, die wo ich im 19. gespielt habe, kriege ich, komme ich so auf 2500 Stunden im LS. Weil knapp 1000 Stunden allein auf der Hof Bergmann damals. Alter, ich habe, ich weiß nicht wieso, aber ich, normalerweise verliert man eigentlich den Spaß nah an der Karte nach. Ich will jetzt sagen, nicht zu schnell, aber es kommt halt auf die Karte drauf an. Und die Hof Bergmann, die war halt da wirklich, also wirklich, war wirklich schön. Und ja, die habe ich da einfach so durchgezockt. Also das glaubst du nicht. Und ja, also ich hatte auf jeden Fall auf jeden Spielstand, weil ich musste da immer wieder einen neuen Spielstand anfangen, weil ein neues Update und neuer Spielstand anfangen und so weiter, war dann teilweise ein bisschen nervig und irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr, da immer wieder Stunden zu investieren, um den Spielstand da wieder rüber zu packen. Ich glaube, man kann es natürlich auch so machen, einfach den Spielstand vom alten Game kopieren und ins neue rüber, aber ist, glaube ich, nicht ganz so optimal. Auf jeden Fall, ich habe damit schon mal schlechte Erfahrungen gemacht und mir damit den Spielstand zerschossen. Und ja, deswegen mache ich das nicht mehr, sondern ich cheate mir zum Beispiel einmal mal 90 Millionen, kaufe mir dann alles wieder so genauso wie es vorher war, dann wieder auf Normalgeld und dann geht es wieder weiter. Und das mache ich jetzt momentan immer noch so. Ich glaube, das machen auch die meisten Leute so. Und ja, aber wir haben uns schon wieder so verratscht, ich darf mich fürs Zuschauen bedanken, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ja, heute war einfach mal eine kleine Laberrunde, ein bisschen über hier und über das geredet und über den LS und über alles mögliche, ne? Update nochmal kurz im Handy, immer noch schwarzer Bildschirm, also ich glaube, da wird heute nichts mehr. Ansonsten gebe ich euch nochmal ein Update dann auf. Ja, auf Instagram kann ich euch kein Update geben, außer. Doch, ihr könnt es auf dem PC ein Update machen. Aber gut. Gucke ich dann einmal mal, wie es ist, aber ich glaube, es wird heute nichts mehr. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall allen einen wunderschönen restlichen Montag, einen wunderschönen Wochenstart. Und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star.